Hallo zusammen und willkommen zurück. Ich bin Michael und das ist eine weitere Folge Tipps, Tricks und Tutorials. Das ist vielleicht so eine Mischung aus Tipps und Tutorial. Heute geht es um Knüppel, Keulen und andere Argumente, mit denen wir neue Mitarbeiter werben. Also unsere Instrumente bei den Mitarbeitern. Gesprächen, um den anderen zu überzeugen, bitte bei uns mitzuarbeiten. Ich habe da ein bisschen rumgespielt und ich hatte auch eine Frage, da hat mich einer in einem Kommentar gefragt, hey, warum erschlage ich immer meine Leute, wenn ich sie fangen will, mit der Stahlkeule, sind T4 und ich schlage sie immer tot. Ich dachte, kann eigentlich fast nicht mehr sein. Gucke ich mir mal an und ich möchte da einfach, sage ich mal, bisschen näher drauf eingehen, ab wann wir mit welchen Mitteln eben oder was uns da zur Verfügung steht, auf was man eventuell achten sollte. Und ja, was man falsch machen kann, was man vielleicht besser machen kann. Fangen wir ganz kurz an, was gibt es überhaupt für Werkzeuge der Mitarbeitergesprächsführung? Das heißt, wir haben initial den Knüppel. Den bekommen wir ab Level 10. Das heißt, wenn wir Level 10 sind, können wir hier unter Wissen überleben, das Rad der Freude freischalten und hier Level 10 und damit können wir hier ein schwerer Knüppel, um Gegner auszuschalten, den Knüppel herstellen. Das ist der allererste Gegenstand, den wir herstellen können. Level 10 bedeutet, dass ich auch das Rad bauen können möchte. Und das ist ganz witzig, weil fürs Rad, da können wir mal ganz kurz gucken, das sollte hier drinne sein, Gefährden. Ich bin jetzt hier im Dingsmodus, hier sehen wir, ich brauche 50 Eisen. Das heißt, das geht fast nicht mit Level 10 bereits zu haben. Also ich habe diesen Charakter jetzt auf Level 11. Ich bin aus der Wüste hierher, habe ein bisschen was gesammelt, habe mir meine Basiswerkzeuge gemacht, einen Dolch, habe ein oder zwei Krokodile mal so gecheckt, damit ich sozusagen was zu essen hätte. Ich wollte es einfach wissen, wie viel muss ich tun, um Level 10 zu werden. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste für 50 Eisen, müsste ich ja genug Eisenerz gesammelt haben, ich muss erstmal genug Stein gesammelt haben, um eine Schmelze zu bauen, dann müsste ich noch genug Eisenerz gesammelt haben, um 50 Eisenbarren herzustellen. Also ich behaupte, das ist fast nicht machbar. Das heißt, Level 10 ist ein rein theoretischer Wert. Wir werden, wenn wir soweit sind, sehr, sehr, sehr wahrscheinlich drüber sein. Aber wir lassen es mal so stehen. Level 10 können wir den Knüppel herstellen. Und der Knüppel macht initial so 15 mit leichten Schlägen und 20 betäubenden Schaden, nennen wir es mal so, mit schweren Schlägen. Wenn wir dann weiter leveln, dann können wir als nächstes den stumpfen Speer herstellen. Das ist dann Level 21. Der hat ja nur leichte Schläge, weil mit dem schweren, also rechte Maustaste, werfe ich ihn. Da hat er zwar, lasst mich mal ganz kurz gucken, hat er auch nur 20. Also man könnte zur Not, wenn es die Situation erfordert, den auch werfen. Wenn man trifft, macht er dann auch 20 betäubenden Schaden. Und dann kommen wir schon zur Eisenkeule. Die Eisenkeule bekommen wir mit Level 30. Ja, und die macht dann 25 bis 30 betäubenden Schaden. Dazwischen können wir, können wir allerdings schon unseren einfachen Aufsatz für stumpfe Waffen herstellen. Den können wir bei Level 26 herstellen. Das heißt, zwischen der Eisenkeule und dem stumpfen Speer könnten wir gucken, dass wir hier den Knüppel nochmal verbessern. Und da gucken wir auch nachher mal, was das ausmacht. Ob wir weiter mit dem Speer besser dran sind oder ob wir dann wieder zurück auf den Knüppel gehen, um mit dem einfachen Aufsatz zu arbeiten. Dann ab Level 35 gibt es hier die stumpfen Pfeile. Ich habe explizit den einfachen Jagdbogen dazu neben gemacht. Da müssen wir nachher noch was beachten. Und dann geht es weiter. Die Stahlkeule kommt
Dazwischen kommt mit 39, Level 39, ist es der Aufsatz. Das heißt, bevor wir hier in diese Reihe reingehen, können wir den dann eventuell nochmal, die Eisenkeule nochmal verbessern. Wie gesagt, und dann kommt die Stahlkeule, die kommt mit Level 50, hat dann aber auch schon 35 bis 40 betäubenden Schaden, und das sind alles Werte, die gelten ohne einen besonderen Handwerker an der Werkbank. Und dann haben wir mit Level 51 den verbesserten Aufsatz. Also wir steigern uns bis Level 51, können wir das, was wir direkt aus dem Wissensbaum hier alles lernen können, das können wir bis Level 51 kontinuierlich verbessern. Es gibt dann noch ein Rezept, der schwere Knüppel, der ist aus der Bibliothek. Das kann man dann auch herstellen. Der ist dann richtig gut. Der hat 50 bis 55 und ist damit eigentlich die beste Option, weil man sie selber, weil man den selber herstellen kann. Gibt es ein Rezept dafür? Ich bin am Überlegen, habe ich irgendwo die Heavyweight Run schon mal gelernt? Und es könnte sein, dass es, kann es sein, dass es nur Isle of Sip da ist? Sagt's mir, schreibt's in die Kommentare, würde mich interessieren. Ich müsste mal im Wiki nachschlagen, ob ich da was finde, ob das auch im Exiled Lands zur Verfügung steht oder ob das ein Rezept ist, das nur in Isle of Sip da gibt. Wer weiß. So, dann haben wir als Spezial die verstärkte Stahlkeule. Das ist aus einer Kiste. Das ist die Reinforced. Genau, die Reinforced Steel Drainage hat 40 bis 45 Schaden, also 40 und 45, und ist aus einer Kiste, die man unter der schwarzen Galeone finden kann. Dann haben wir den Liebesknüppel, der hat relativ wenig im Verhältnis, nämlich nur 15 bis 20, hat aber gewisse Vorteile, kommen wir auch noch drauf. Und dann haben wir natürlich Seth's Keule. Das ist das, wo jeder versucht, so früh wie möglich zu kriegen, weil es wirklich das Einfachste ist. Es hat eine relativ gute Chance. Das ist im Weinkeller unter Conans Bar, da wo wir Conan treffen. Und mit ein bisschen Glück kann man den sogar relativ früh killen. Mit Dolchen zum Beispiel. Man muss da nicht, man darf sich bloß nicht schlagen lassen. Sonst war es das, wenn man Lowy ist. So, das ist mal das, was wir hier haben. So, wie kann man das eigentlich mal, wir wollen das mal ausprobieren. Ich bin jetzt noch im Kreativmodus, das heißt, mir kann nichts passieren. Wir gehen mal hierher und spawnen uns einen Exile. Und zwar ein Exile weiter. Fangen wir mit einem Einser an. So, habe ich jetzt einen Knüppel. So, der sieht mich jetzt nicht, weil ich im Kreativmodus bin. Muss bloß aufpassen, wenn ich aus dem Kreativmodus rausgehe, dass ich auf jeden Fall, oder bin ich noch im, ne, ich bin nicht getarnt. Dann ist es der Kreativmodus. Das heißt, der nimmt jetzt gerade keine Dings vom, sag ich, verlassen. So. Er kann mir nichts tun. So, passen Sie auf, pass auf. So, jetzt habe ich einmal zugeschlagen. Wir sehen, er hat 6, 97, 98. Dann gehen wir nach oben, lassen wir kurz auf 100. Ein Schlag, er geht auf 95. Das heißt, 95% von dem grauen Balken ist noch übrig. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8, 18, 19. Ja, müssten eigentlich 20 Schläge sein. Kann sein, ich mich zwischendrin vertan habe. Weil wir haben 5% pro Schlag. 20 Schläge gibt die 100% und da liegt er. So, den tun wir mal liegen lassen. Das war mit den leichten Schlägen. Wenn ich dasselbe mit den schweren Schlägen mache, ganz klar, brauche ich weniger, weil ich dann im Schnitt eben statt 15, 20 Schaden macht. Das heißt, wir müssten ein Viertel, ist es ein, von unten nach oben ist es ein Drittel mehr Schaden. Ich würde mal sagen, wir werden wahrscheinlich so irgendwas um die 15 Schläge,
15, 16 Schläge brauchen. Das heißt, da haben wir überhaupt gar kein Problem. Wie sieht es aber aus, wenn es jetzt was Besseres ist? Ich muss hier ganz kurz mal die. Machen wir hier Mittag und frieren ein. Und den Himmelturm sperren. So. Also, wie sieht es aus, wenn es ein T4 ist? Ja, also wir gucken jetzt mal dasselbe. Ich muss dazu sagen, ich habe keine Punkte vergeben. Hier keine Punkte. Ja, ich bin komplett null irgendwo rein. Und wir gucken jetzt mal, wie sieht es aus, wenn man T4, da hole ich mir gleich mal eine zweite Keule dazu. Das könnte sein, dass es vielleicht ein bisschen länger geht. Und zwar holen wir uns da jetzt, wir müssen natürlich ins Richtige gehen. Wir holen uns hier einen Exile Blacksmith. Und zwar einen, oh, machen wir anders, Blacksmith 4. Da holen wir uns den hier. Das müsste genau Conal the Hammer sein. So. Achtung, jetzt achtet drauf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mit 6 Schlägen habe ich mal gerade 5% abgezogen. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, warte mal, ich tarn mich ganz kurz, damit er dann na, tarnen. Dann müsst ihr jetzt und ruckzuck. Ihr seht, sobald ich nicht mehr erreichbar bin, ist er. Also. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, okay, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Was ihr seht, ist, dass ich ihn kontinuierlich runterkriege. Und ihr seht jetzt auch, dadurch, dass ich jetzt schon eine ganze Weile auf ihn einprügel, er verliert Leben. Mit jedem Schlag ziehe ich ihm ein Leben ab. Und das ist das ganz große Problem bei denen, dass ich natürlich schauen muss, dass meine Schläge treffen, damit, und dass ich ihm sonst keinen Schaden zukommen lasse. Wenn ich das jetzt kontinuierlich durchziehe, kriege ich den runtergeknüppelt mit der einfachen Waffe. Ja, das können wir mal so festhalten. Das heißt, Conal the Hammer würde hier. Ja, ist gut. So. Ich tarne mich ganz kurz, damit er wieder. So. Okay. Der heilt jetzt wieder hoch. Und jetzt machen wir Folgendes. Ich tue mal die zwei hier rein. Wir gucken uns das an. Nee, wir machen uns noch was anderes vorher. Die können wir noch mal kurz nehmen. Wie sieht das aus, wenn ich jetzt ganz normal gelevelt hätte? Und zwar gehen wir her und sagen, ich wäre jetzt jemand, der sagt, weißt du was, ich setze auf Stärke. Und ich sage hier, Combo-Finisher von mir aus. Das heißt, ich habe jetzt auf Stärke geskillt. Und jetzt gucken wir wieder an, wie sieht der Schaden aus, wenn ich jetzt mich mit dem. Ja, komm her. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und jetzt seht ihr schon, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. So, und jetzt haben wir genau das Problem. Ihr seht, der verliert schneller an Leben, wie er Betäubungsschaden aufbaut. Das heißt, den könnte ich jetzt nicht dazu bringen, dass er das Ganze überlebt. Ich würde ihn totschlagen. Das ist ein Riesenproblem, weil ich jetzt hier. Gott, beruhig dich. So. Würde es helfen, wenn wir. Nein, nicht den da. Würde es helfen, wenn wir in diesem Zustand, wir sind Level 10,
Wenn wir es den Knüppel nehmen, Level 10, können wir nee, da können wir nichts machen. Wir haben Level 10 keine Chance. Das heißt, wie sieht es aus? Also, bedeutet, wenn ihr mit Level 10, nee, machen wir es anders, wenn ihr mit Level 10 Leute knüppeln wollt, dürft ihr eigentlich nicht auf Stärke setzen. Wir tun jetzt hier nochmal zurücksetzen, sagen, okay, wie sieht das aus, wenn ich jetzt auf Beweglichkeit geskillt hätte? Präzise, genau. So. Dann nehmen wir nochmal die. Sind zwar schon angeknackst, aber das tut's ja. Wir gehen jetzt wieder her und holen uns die Aufmerksamkeit des Mitarbeiters. So. Und jetzt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Und genau dasselbe. Seht ihr es? Ich baue in dem Moment, wo ihr, sobald ich sehe, dass der rote Balken schneller kürzer wird wie der graue Balken, wissen wir, wir schlagen den eher tot, als dass wir ihn überzeugen, bei uns mitzuarbeiten. Ja, also genau dasselbe Spiel wieder. Wir lassen ihn hier erstmal wieder beruhigen und wir resetten unsere Attribute. So, wenn ich jetzt auf Leben gesetzt hätte, sollte eigentlich nichts sein, weil schauen wir mal, aber klar, ich habe jetzt ich muss kurz cheaten. Ich habe natürlich jetzt. Ich müsste passive Heilung haben, der muss hochheilen. Ja, genau. Sieht nur so Stay schlimm. back. So. Gods Also. take you. Ja, ist da, jetzt darf ich. Ja. Geht's jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Und ihr seht schon, 13, 14, 15. Also, grau geht vor, rot runter, überhaupt kein Thema. Das heißt, wir haben wirklich nur das Problem in dem Moment, wenn wir. Ja, ist gut. Hey, aus, aus, aus. Ja, danke. Wenn wir hier entweder auf. Sieht ein bisschen mitgenommen aus. Wenn wir entweder auf Stärke oder auf Beweglichkeit gesetzt haben. Aber wie sieht's aus, wenn ich auf Autorität setze? Weil Autorität heißt es, Autorität bestimmt den Schaden, den deine Getreuen verursachen, sowie die Höhe deines Erschütterungsschadens. Und das werden wir uns jetzt auch noch anschauen. Und dann gehen wir her und sagen, nein. Den da will ich. Administrator Menü Cheat Panel. Tarnen aus. Und da ist er schon wieder. Hallo. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15. So, wir sehen deutlich, deutlich. Ich mache schönen Konka wie nennt Bewusstlosigkeitsschaden. Ja, und das funktioniert wirklich ganz, ganz toll. Der nimmt ja ab. Klar, er kriegt mit jedem Schwung immer einen Hitpoint weniger, aber das ist überhaupt kein Problem. Das heißt, das ist eigentlich der Idealzustand. Das heißt, wenn ich weiß, dass ich, und jetzt haben wir nicht das Problem, wenn ich weiß, dass ich sehr früh auf Jagd gehen will, warum auch immer, ich bin der Meinung, ich komme, ist es gut. Ja, ist aus, aus. So, ich will mich unterhalten. Ja, komm, geh weg. So. Also, wenn ich relativ früh auf Thrall-Jagd gehen will, neue Mitarbeiter mit einbeziehen will in meine Geschichte, dann muss ich mir sehr gut überlegen, was ich mache, weil jetzt kommt der Knackpunkt an der Geschichte, dass wir halt, wir gehen hier mal ganz kurz auf Wissen. Wissen, 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 Wissen. Wissen ist Macht. Ich weiß nichts, macht nichts. Und zwar können wir
frühestens Level 15 den Feuerschalenkessel lernen und damit über den gelben Lotusdrang unsere Attribute und unser Wissen zurücksetzen, aber unsere Attribute eben auch. Das heißt, was ich machen kann, ist, wenn ich weiß, ich werde eh nicht wirklich mit Level 10 dazukommen, weil ich habe es ja bewiesen, es geht fast nicht. Also ich wüsste nicht, wie man es hinkriegen sollte, will ich mit Level 10 alles zu haben. Damit man Rat der Mitarbeiterbeziehungen aufbauen kann. Mit Level 10. Das heißt, ich dürfte nichts anderes machen. Man würde mich interessieren, habt ihr es schon mal hingekriegt, mit Level 10 wirklich das Rad zu haben und dann mit Level 10 losgezogen sein und seid und habt neue Mitarbeiter für euch gewonnen? Das würde mich interessieren. Also ich bin der Meinung, es geht nicht. Das heißt, was man so sagen könnte, okay, ich werde bis Level 15 meine Attribute so verteilen, wie es eben in dieser frühen Phase wirklich sinnvoll ist. Zum Beispiel auf Kompetenz und auf Vitalität oder was auch immer, aber eben nicht auf Autorität. Und mir ist klar, dass wenn ich dann auf Thralljagd gehen, auf Mitarbeiterjagd, Headhunter losschicke, dass ich dann eben hier wirklich zurücksetzen muss, damit ich auf keinen Fall hier auf einen von den beiden irgendwelche Punkte habe. Ich könnte es jetzt probieren, ab wann es funktioniert oder ab wann nicht, aber na, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Was wir uns noch kurz angucken, ist jetzt, wir können ja davon ausgehen, sagen wir mal jetzt Level 15. Wir würden jetzt hier, die nehmen wir mal raus, ich brauche eine frische Keule, jawohl. So, wir hätten. Nee, wir hätten einfacher, stumpfer. Wir hätten dazwischen den stumpfen Speer. Den können wir mal probieren. Das ist der hier. Wie gesagt, man kann mit dem werfen, aber eigentlich benutzt man zum. Zum Zuschlagen. Also. Administrator-Menü, Cheat-Panel. Da sind wir. So, jetzt kommt er wieder. Also, 1, Taste 2, death. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Also, das geht schon mal ganz gut. Aber ich werde hier genau dasselbe Problem haben. Wir sind jetzt hier attributtechnisch auf Autorität. Ich setze zurück. Ich gehe mal hier auf Stärke. Wir hätten jetzt sogar Level 21. Das heißt, ich könnte hier wirklich voll machen. Ach nee, kann ich jetzt noch nicht, weil ich noch nicht so weit bin. Aber mal gucken und ihr seht. Und genau dasselbe Spiel. Ja? Das heißt, hier haben wir genau dasselbe Problem. Ich habe jetzt noch nicht mal alle potenziell zu diesem Zeitpunkt 20 verfügbaren Punkte draufgesetzt. Und das, was ich vorher Vorsprung an Grau, an Bewusstlosigkeitsschaden aufgebaut habe, das hole ich jetzt schon wieder fast ein. Also das können wir vergessen. Das heißt, auch hier bei dieser Waffe auf keinen Fall auf Stärke oder Beweglichkeit setzen, sonst schlagen wir dem Mitarbeiter schlichtweg den Schädel ein. Eine der Hauptprobleme, was wir in frühen Spielphasen haben, ist, ich nehme mal beide mit und ich spawne mir na, oh, Cheat Panel. Fundament. Brauche ich drei? Nee, zwei müssten lang. Okay. Und zwar, wir haben folgende Situation. Ich bin getarnt. Wir gehen jetzt hier mal rüber. Es gibt ja hier am New River eigentlich drei coole neue Mitarbeiter, mit denen wir gerne in Gespräche gehen. Und zwar haben wir hier vorne gleich einen. Ich zeig's. Den nicht, den machen wir höchstens zur Handtasche dann.
Hier sind wir. Das heißt, hier haben wir einen Spawnpunkt. Und hier haben wir jetzt ein kleines Problem. Und das werden wir jetzt gleich sehen. Lassen wir sie mal alleine kämpfen. Ja. Wir sehen, sie kriegt Schaden. Ja, aber die macht sich jetzt ganz gut, oder? Ja, es geht. So, das sehen wir, müssen wir gleich was gucken. Nämlich. So, ich tue mich gleich ancloaken. Administrator-Menü, Cheat-Panel. Und so, das greift sie auch an, hoffe ich. So. Und jetzt hat sie noch 85 Lebenspunkte. Das heißt, ich darf sie maximal 85 Mal treffen mit. So, und jetzt gucken wir mal. 1, 2, 3. Ich ziehe ganz grob mit 3 Schläge 1 bis 2% ab. Das heißt, wenn ich die jetzt runterknüppeln würde, keine Chance, die wird mir wegsterben. So, das gehe ich her und sage, ich setze jetzt hier mal auf Autorität. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ich kriege jetzt roundabout mit jedem Schlag, mit jedem leichten Schlag kriege ich ein Ding. Ah, es ist keine Chance, die stirbt mir weg. So, und jetzt haben wir folgende Situation. Wenn ich im Singleplayer hier aus der ihr wegrenne und ein Stückchen zu weit renne, dann resettet sie und die Viecher resetten. Das heißt, A, es sieht, kann, tauscht gegen irgendjemand anders aus. Hör mal auf hier. Sie tauscht gegen irgendjemand anders aus und die Viecher hier tauchen auch wieder auf. Dann kriegt sie wieder oder derjenige Schaden und wir sind hier in einem Loop drin. Was ich jetzt mache ist, ich kann mir vorher, während sie, wenn ich hierher renne, wenn sie kämpft, ja, baue ich mir hier relativ nah. Na, kann ich noch höher? Nee, geht nicht. Zwei Foundations. Und ich lock sie dann hier. Ich schieß sie dann. So. Und was jetzt passiert ist, ist das, das Fan kommt ja hergegangen und sagt, du, pass auf, wenn du mich verarschen willst, dann passiert Folgendes. Die rennen weg, die sind nicht doof. Und die heilen jetzt auch vernünftig hoch. Und zwar relativ schnell. Das heißt, die heilt jetzt relativ zügig hoch. Und wenn wir jetzt hingehen, gucken wir mal. Seht ihr, und jetzt hat sie 149. Und jetzt kann ich sie mit, selbst mit leichten Schlägen niederknüppeln, weil ich mit jedem Schlag ziehe ich ungefähr 1% ab. Das heißt, es sind 100 Schläge. Das heißt, ich kriege sie dann Größenordnung irgendwas um die 40 Leben müsste sie dann noch haben, wenn ich sie dann niedergeknüppelt habe. Ja, wir müssen jetzt bald, da müsste der graue Balken den Ding einholen, den roten, und dann. Seht ihr, jetzt ist grau schon kürzer. Und das ist jetzt mit der ganz normalen Keule ohne irgendeine Verbesserung drauf. Aber wichtig ist, dass man die richtigen Attribute oder andersrum, dass man nicht die falschen Attribute hochgeskillt hat. Und das wären in dem Fall Beweglichkeit. Beweglichkeit und Stärke. Ja. Wenn ich jetzt schon Level 21 wäre zu dem Zeitpunkt, na, nehmen wir den hier, dann geht es noch einfacher, weil ich jetzt wirklich noch ein bisschen mehr Schaden mache. Das entspricht jetzt im Prinzip meinen schweren Schlägen von dem, von der einfachen Keule. Ja. Und da ist es ja egal, ob ich jetzt mit schweren Schlägen oder mit leichten Schlägen zuschlage. Es ist immer so, dass ich ein Hitpoint Damage mache, weil ich nicht auf Stärke und nicht auf Geschicklichkeit geskillt habe. Ja, ist ja gut. So, die hat noch einen Hauch von Leben gehabt, 24 oder 25 Leben hatte sie. Aber ihr seht, ich hatte sie auch nicht ganz hochheilen lassen. Ich wollte nicht, dass sie zu weit wegläuft und mir da drüben in die nächste Gruppe reinrennt. Aber ihr seht, ich habe sie runtergekriegt. Das heißt, wir haben auf jeden Fall
mit diesem Trick hier die Möglichkeit, den, das geht auch natürlich im Surfer, das heißt, auf einem Surfer müsstet ihr es nicht zwingend machen, ihr müsstet sie nur weit genug kiten, damit sie dann resettet und zurückläuft. Aber ihr könnt natürlich das Ganze genauso, wie ich jetzt hier mit den, mit dem Ding im Singleplayer machen. Im Singleplayer ist es faktisch zwingend notwendig. Wie gesagt, weil sonst, wenn wir sie zu weit weglocken, damit sie von uns zurückläuft und eigentlich diesen spontanen oder sehr schnellen Heilungsprozess durchläuft, dann kann es genauso gut sein, sie resettet in dem Moment. Und wenn wir dann hier wieder in diese Range kommen, dann stellen wir fest, dass A, das nicht mehr der gleiche Kämpfer ist und B, dass hier die zwei wieder gespawnt sind und es wieder eine Kampfsituation gibt. Das ist also das, warum ich hier mit diesem Trick der Foundations gearbeitet habe. Gehen wir mal zurück hier in unser kleines Labor. Ich würde sagen, für diese Folge wäre es es. Wir gucken uns in der nächsten Folge die anderen Waffen noch an und werden auch da testen, ab wann oder bei welchen dieser Waffen muss ich auch, obwohl die einen höheren Betäubungsschaden bringen, immer noch vorsichtig sein mit Stärkepunkten und Geschicklichkeitspunkten, beziehungsweise muss ich mehr oder weniger erstmal ganz drauf verzichten, wenn ich jagen gehe. Das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Heute haben wir den Knüppel und den stumpfen Speer uns angeschaut und ich denke, ich hoffe, es war für euch interessant. Wenn es euch gefallen hat, seid so nett, gebt mir einen Daumen nach oben, schreibt Kommentare, was eure Erfahrung ist und wenn ihr den Channel schon abonniert habt, herzlichen Dank an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank. Und wenn nicht, würde ich mich freuen, wenn ihr den Channel abonnieren würdet. Klar. Und ansonsten wäre es schön, wenn ich euch hier in der nächsten Folge zu Conan Exiles Tipps, Tricks und Tutorials wiedersehen würde. Oder auch gerne mal in einem meiner Gameplays vorbeischauen. Aktuell zwei Stück. Ein Gameplay hier im Exile Land. Und ein Gameplay Isle of Sip da. Einfach vorbeischauen, würde mich freuen. Und bis dahin, macht's gut, tschüss zusammen und immer schön gesund bleiben. Bye bye.